Hi, ich bin Exocron, willkommen auf meinem Kanal zu Escape the Backrooms. Wir müssen uns durch mehrere Räume drücken. Hinter uns sind Monster, sonst irgendwas, was uns an die Wäsche möchte. Und wir sollen irgendwie durchkommen und versuchen auszubrechen. Wie wir hierher gekommen sind, ob das ein Experiment ist, alles nur ein Spaß. Keine Sau weiß Bescheid. Wir haben das im Einzelspieler können wir spielen, Multiplayer können wir spielen. Im Multiplayer haben wir es auch schon zu viert durchgespielt. War ein enormer Spaß. Und entweder kommt das Multiplayer-Video nach dem oder vor diesem Video. Mal schauen. Guckt euch auf jeden Fall. Das wird hier eher wahrscheinlich, also ich hoffe, dass ich gut durchkomme. Eher so ein schnelles Video, wie das Spiel sich so zu alleine spielt. Alleine ist es ein bisschen anderes Erlebnis als im Multiplayer. Ja, und anscheinend wird es auch in Zukunft nochmal was Neues geben, so eine Art die Drehscheibe. Erkunde die Levels und versuche deine Zeit zu schlagen, in Kürze. Bin gespannt, also wäre mal was. Wir hatten es im Multiplayer auf Englisch gespielt, weil die Qualität der Übersetzung war grauenvoll. Aber in der Zwischenzeit hatten sie noch ein Update rausgedrückt. Im Multiplayer konnte man zum Beispiel keinen Server starten, weil die Knöpfe einfach weg waren. Der war unten weg. Guckt euch einfach das Multiplayer-Game an. Einzelspieler. Achso, ja, weil alle Multiplayer-Saves, die ihr habt, die kann man auch als Singleplayer weiterspielen. Wir starten natürlich ein neues Spiel. Und das nennen wir Exos First Time. Erstellen, Punkt. Ich muss einen Weg finden, hier rauszukommen. Ei, das sind die Scheinwerfer. Machen das mal ein bisschen leiser. Ein sehr penetrantes Geräusch. So, und das ist wie ein Labyrinth. The thing doesn't want to us to escape. Exit. Fix it. Wreck-It Ralph. Fix it. Also das Teil möchte nicht, dass wir entkommen. Und das Exit, der Ausgang ist, sieht aus wie ein Loch. So ähnlich wie auch in Hogwarts Legacy, ich glaube Episode 48 auf dem Zweitkanal Exocon Raw. Da war ja auch kurz, oder 47? 46? Ich weiß es nicht mehr. War auch ein Labyrinth auf einer Insel. Man hält sich immer eine Richtung. Also Bastet hat es mir beigebracht. Immer rechts oder links rum. Wir gehen jetzt rechts rum. So, schnell laufen. Also WASD ganz normal, vorwärts, rückwärts, seitlich, bla. Shift gedrückt halten ist Rennen, aber ihr habt nur eine begrenzte Ausdauer. Ja, wer sagt's denn? Dann waren wir einfach links rum gelaufen. Kann gar nicht sein. Wäre doch nicht doof. Also mit F benutzt man etwas in dem Spiel. Ah, eine ganz dunkle Ecke. Dann gehen wir ran und drücken F. Da ist ein Schlüssel und wir haben den Schlüssel gefunden. Okay. Jetzt beginnt der spaßige Teil. Also wir halten uns immer noch an die Regel rechts rum. Wartet mal. War hier hinten nicht die Tür? Also so viel sei verraten, wir sind nicht alleine hier. Tipp, benutze Q und E, um dich zu balancieren. Ui. Okay.
Alles schick, alles gut. So, wieder Regel besagt, wir halten uns an einer Seite. Wir laufen nicht schnell. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine, wir sind nicht alleine, wir sind nicht alleine. Wir haben, da werden schon die Hände feucht. Wir haben nur eine begrenzte Sprintdauer. Jetzt suchen wir den Ausgang. Diese Lampen machen mich wahnsinnig. Wow. Also nicht da, wo der Pfeil zeigt. Das ist bäh. Da wollen wir raus. Level 1. Meister. Errungenschaft freigeschaltet. Escape Level 0. Juhu. So. Also. Hier. Check everyone's ID. Don't trust them. Also checke von jedem die ID. Nicht vertrauen. Oh, C. Wahrscheinlich, weil wir im Singleplayer sind, können wir das nicht anmachen. Aber im normalerweise Multiplayer, guckt euch einfach das Multiplayer-Video an, zieht ihr auch wirklich so eine ID-Card hoch und da steht da euer Name, mit dem ihr spielt. Also in meinem Fall Exocron drauf. Da kann der andere sagen, ey, ja, das ist ein echter. Aber bringt euch eh nichts, weil... Weil der andere Typ, der nicht echt sein sollte, der wird nicht mit euch reden wollen. Der will alles, nur nicht mit euch reden. Ich mag nicht. Also das Problem ist, wir sind jetzt aus diesem Loch gekommen. Und müssen in diesen Fahrstuhl. Und grundsätzlich... Ist das so ein Try and Error gewesen? Hm. Okay. Also wir hatten im Multiplayer mehr Glück. Hatten wir definitiv mehr Glück. Mandelwasser. Also ihr könnt euch mit, wie ich schon eben gesagt, mit C und mit Q und E könnt ihr euch lehnen, um die Ecken gucken. Mit I habt ihr ein Inventar. Haben wir Mandelwasser. Mandelwasser ist für euer Geisteszustand zuständig. Ihr könnt auch mit Drag and Drop, das ist euer Rucksack, hier noch die 9 Plätze, könnt ihr die Sachen tauschen. Und dann habt ihr auf Taste 2 ist jetzt euer Mandelwasser, Taste 1 ist die Taschenlampe, Linksklick aktiviert ihr, Taste 3 könntet ihr noch benutzen, entspricht dann dem Platz und das sind eure maximalen Tasten. So, zweite Taschenlampe brauchen wir nicht. Ja, die ist magnetisch dort befestigt. Also das Problem, was wir haben, ist, wenn uns jemand begegnet, oh nein, 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 nein. Weiß gar nicht mehr, wo der Code war.
Also wir haben dann jetzt automatisch zum Beispiel auf Taste 3 dann das zweite Mandelwasser. Es gibt dann auch noch grüne Hunter, könnte man sagen, so eine halbe Flasche. Das ist... Das ist... Damit ihr schneller sprinten könnt. Also noch schneller. Ja. Eine Überraschung soweit. Das ist doof. Darf ich wieder zurück? Ich möchte wieder zurück. Okay, also müssen wir uns jetzt mal durchdrücken. Wir haben das, das, das und das haben wir probiert. Dann haben wir das, das, das und das haben wir probiert. Das, das, das und das haben wir probiert. Okay, wir sind jetzt eins. Wir sind auf jeden Fall eins. Es rumpelt und rumpelt und rumpelt. Loading. Oh, Level 3. Verwende die Mandelwasser, um ihr Verstand wiederherzustellen. Niemand hat überlebt, nachdem... Ich hoffe, ihr konntet es lesen, notfalls pausieren. Also, er sagt euch auf jeden Fall... Mandelwasser, gut für Hirn. Gut, gut, gut. So, wir machen jetzt mal Mandelwasser mal ein bisschen rein. Mal die Dose knallhart weggeknallt. Was wir jetzt hier brauchen, sind Schlüssel. Für einen Tresorraum. Im Multiplayer waren das, glaube ich, 5 Schlüssel. Ich kann euch empfehlen, immer nur die Tür zuzumachen. Ja, das ist ein bisschen friemelig mit dem Anklicken der Sachen. Genau, Schlüssel sehen aus wie im ersten Level, wo man mit der Leiter hochgestiegen ist. Wir haben einen Schlüssel. Wir lassen auch die Türen, nachdem ihr raus seid, lasst die Türen offen. Nur so ein kleiner Tipp. Und merkt euch, wo hinter euch der letzte Raum war. Weiter Schlüssel. Weiter Schlüssel, also die liegen nicht nur in den Schränken, sondern können auch auf den Tischen liegen, zum Beispiel. Ja, da ist schon mal ein Freund. Der läuft da so halt so. Ja, ihr wisst schon, so locker. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Geöffnet. Taschenlampe noch. Das war Level 3. Loading! Schatten.
Dumme ist, wenn ihr sterbt, dann verliert ihr auch den ganzen Scheiß, den ihr mitschleppt. Oh nein. Hui, also das Level, das war... Das war bescheiden. Weil wir werden hier definitiv drauf gehen. Verschnaufen. Nicht sicher, ob unsere Taschenlampe den Geist aufgibt. Sexy Hintern hast du, mein Freund. Ja, und jetzt? Manchmal ist das Spiel ein wenig verbuggt. Level neu starten. Hier sind die Türen zu. Das gibt's doch gar nicht. Vor allem, als ob die Taschenlampe wirklich schwächer werden würde. Habt ihr gesehen, wie der angezogen ist? Genau so sehe ich ja auch aus in meinem ABC-Schutzanzug. Ah, wieder an der Tür hängen geblieben. Okay, nochmal, Level neu starten. Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt wieder nochmal... Also mir war so, dass dort der Zugang zu den Kanalisationen war. Aber vielleicht irre ich mich auch gerade. Vielleicht tue ich mich auch wirklich hart irren. Der Vorteil ist, wenn man zu viert spielt, es müssen alle anwesend sein in dem Raum, wo es weitergeht, also wo das Loading kommt. Aber es gibt ein Aber, wenn die anderen sterben sollten, dann reicht es, wenn nur einer anwesend ist.
Gott sei Dank. War wirklich der dritte, also noch ein Stock tiefer. Ja, jetzt sind wir hier. Also hier die Tür, die geht auch auf. Stay in the light, also bleib im Licht. Gate-Genehmigung erforderlich. Wir sind jetzt Escape the Habitable Zone. Wir sind jetzt in diesem Tunnel. So, und das Lustige an dem Tunnel ist, es gibt hier Türen mit Nummern drauf. Und diese Tür führt uns zu einem anderen lustigen Level. Die Aufgabe ist es, diese Türen freizuschalten. Alle zu. Also müssten jedenfalls alle zu sein. Und jetzt kommen wir zu einem lustigen Teil. Ich habe es noch nicht gemacht. Normalerweise hat das immer Dream Reaper oder Sorgon sogar, glaube ich, gemacht. LDHLSATB. Das ist der Code. Ach so. Okay. Doof. Linke Maustaste zum Bestätigen. Ja, passt. Und offen. Hier kann euch eigentlich nichts passieren. Genau. So, das ist eigentlich der Raum, in dem wir vorhin drin waren, zu Beginn. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, also wir haben es nicht herausgefunden, geht diese Tür nicht auf. Ihr könnt machen und tun, was ihr möchtet. Diese Tür wird nicht aufgehen. Dann gibt es hier irgendwo einen Zettel. Da. Also das Passwort ist schon mal nicht QWERTY 123. Was ist das andere? Almonds 4. It hurt you ist das Passwort. Das heißt, für die Zukunft nehmen wir einfach... Ich finde die Rechner cool, die so in dem... in der Stütze vom Schreibtisch stecken. Gehen an den Rechner. Stufe 1 war das da. Ebene 0 ist ein nicht linearer Raum. Garage, habitable Zone. Ebene ist ein großes, weitläufiges Lagerhaus mit Betonböden und Wänden. Freiliegendem Bewährungsstahl. Schwierigkeitsgrad des Überlebens. Überlebens. Klasse 1, minimale Gefährdung. Sanity Danger, also euer Kopf. Minimales Sanitätsrisiko. Deswegen, die Übersetzung ist toll. So, das heißt, wir haben noch diese ganzen Level vor uns. Aber keine Sorge, je weiter wir voranschreiten, umso schneller geht's sozusagen. Wir müssen Tor ausführen. Wir haben die Hochsicherheitstore entriegelt. Seien Sie vorsichtig, denn niemand ist befugt, Rettungsaktionen durchzuführen. Zeigen Sie diese Warnung nicht mehr an. Okay. Und raus geht's. Und weiter. Mag. Was auch immer Mag bedeuten Mag. Also jedes Mal, wenn ihr in den Raum reingeht, also vielleicht noch eine Anmerkung, wenn ihr Multiplayer spielt, die müssen alle anwesend sein, sonst funktioniert das nicht. Escape the Hub. Dann jetzt hier rein. Okay. Jetzt kommen die Miezekatzen. Die meisten von euch kennen doch bestimmt die
Katze, die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Mhm. Dann wisst ihr auch, was ich meine. Ich würde euch raten, immer zu warten. Hallo, Grinsekatze. Könnt ihr auch nicht abwehren. Also die töten euch auch instant. Da gibt's nichts zu diskutieren, nichts schön zu reden. Hallo. It's me. Laufen, laufen. Uiuiuiuiuiui. Das war knapp. Müsst ihr ja bedenken, die kommen euch immer hinterher. Backe. Jetzt sind wir bei den Pipes. So, jetzt haben wir, in welche Richtung soll ich gehen? Station oder Fun? Also, wir haben von Sorgon gelernt, dort ist nicht Fun. Lieber zu Station. Ich glaube, das Video wird auch ein wenig länger. Mal gucken, entweder wir machen eine Pause, cutten das, oder wir lassen es in einem Stück. Mal gucken. Aber es sei natürlich jedem frei gewählt, Fun zu wählen, wenn er Fun möchte. Keine Sorge, wir werden auch mindestens einmal Fun wählen. Taschenlampe. Nicht auf die Stimme hören, nicht auf den. Auf die Schockeinlagen. Das hört sich nicht so gut an, ich soll weglaufen. Escape Pipe Dreams. Das Dumme ist, an diesen Pipe Dreams, wir werden definitiv dort nochmal rein müssen. Und zwar nicht nur einmal. So, Roger. Wir haben diese Schaltkreise, East Substation. West Substation und Generator High Voltage. Und alle drei Schaltkreise müssen geschlossen werden. Also es sind drei. Ist aber nett, dass die Tür für uns aufgemacht worden ist. Das finde ich super nett. Wir müssen dreimal Stromkreise schließen. Es geht über Stromkästen, die an den Wänden hängen.
Wie sieht's mit... Runter damit! Rösterchen! Also immerhin haben wir den Vorteil, dass wir den Level neu starten können. Das hat man im Multiplayer nicht so, weil das Sterben ja ist, wir waren zu viert, wenn drei Leute sterben, einer hat es überlebt. So, wir haben hier einen Reset-Button. Das sieht so ein bisschen, die Dinger erinnern so ein wenig an Jurassic Park, den ersten, wo der Wissenschaftler am Ende den Strom wieder, oder Samuel L. Jackson. Alle Sicherungen reinhaut. So, nichts vergessen. Jetzt müsst ihr nochmal laufen und suchen, wo habe ich es vergessen. Das ist Nummer 1 gewesen. Ja, also wenn ihr zu viert unterwegs seid, so wie wir zum Beispiel es waren, und drei Leute sterben und einer überlebt, dann haben die drei Leute alles verloren, was sie dabei hatten. Also Taschenlampe, Getränke, bla. Ist an. Also die Schaltkasten müssen nicht immer gleich aussehen. Da ist aber meistens ein rotes Lämpchen drüber. Meistens, eigentlich immer. Können wir mal gucken. Es müsste sich ja hier was verändert haben. Genau, zwei Stück haben wir. Und keine Sorge, ihr seid natürlich auch hier wieder nicht alleine. Wie sollte es sonst anders sein? Irgendwo ist jetzt eine Tür aufgeschlagen. Es hat auch leicht Ding-Dong gemacht. Ah, stimmt. Ja, jetzt ist das Gitter hier offen. Also uns war auf jeden Fall aufgefallen, dass die Schalter unterschiedlich sein können. Also unterschiedlich an der Wand platziert. Also so kam es uns jedenfalls vor. Oh, da bin ich ja genau richtig wiedergekommen. Was ist passiert? Ich muss bei Verstand sein. Ich muss bei Verstand sein, ja genau. Direkt mal eine Dose reindrücken. Weil je nach Level, ich bin ja gar nicht weg, je nach Level, hallo? Verliert ihr unterschiedlich schnell Sanity. Also euer Hirnschmalz. Wir kamen jetzt von dort, müssen da rein. Genau, und da ist schon mal der spaßigere Teil.
mal hier zu, auch wenn die Türen ein bisschen verbuggt sind. So, da haben wir wieder einen Schaltkasten. Wie viele haben wir jetzt geschaltet? Ah, das ist eine gute Frage. Hallo Ciri. Grün ist das Licht, der Laden ist dicht. Wir müssen den irgendwie entriegeln. Das ist der spaßige Raum. Den meinte ich. Der hier ist auch spaßig. Die sind alle spaßig. Es gibt auch Energieriegel. Die machen euch auch schneller. So. Da ist der Schaltkasten. Ich glaube, bin ich sicher, ob es da hinten auch noch einen gab. Da hinten gab es einen. Also da müssen wir auf jeden Fall hin, zu dem Schaltkasten und dann wieder schnell raus. Wir würden ja so ein Stickers hinlegen. Da hinten war dann auch nichts mehr. Wir können es mal. Nee. Da war dann nichts mehr. Ich glaube, das hatten wir jetzt ein paar Mal probiert. Und jedes Mal war dort wirklich Todeszone. Gehen jetzt einfach mal zurück. Und schauen mal, was passiert ist. Machen hier wieder zu. Hier wieder auf. Genau, da waren wir drin. Da hinten das Ding ist jetzt aufgegangen. Ja, genau. Jetzt ist der letzte. Also zum Glück haben wir wirklich alle Generatorräume gefunden. Jetzt das letzte. Blinded and run. Also mit der Taschenlampe gegen die Fresse hauen und rennen. Und also soweit ich weiß, laufen die nicht hier in den Raum. Was aber dort jetzt auf jeden Fall neu dazukommt, sind Wasserpfützen unter Strom gesetzt.
Schaden macht das den Viechern null. Ja, das Vieh ist weg. Das ist immer so erstmal so ein Schocker. Ist das Vieh? Also wir müssen auf jeden Fall, ich glaube, rüber. Also da ist ja auch noch eine Tür. Ich hoffe, das Teil rennt jetzt nicht in ein... Ich habe die Tür offen gelassen. Das wäre natürlich ein bisschen fatal. End of Mac Tape. Ah, ja. 1 hour later. Okay. Take 5502. Irgendwie bin ich hier falsch rein. Da will ich rein. Also wir können es ja jetzt wirklich mit dem Energieriegel probieren, aber grundsätzlich kriegt der Energieriegel nicht so viel. Und vor allem, er hält wirklich kurz. Also wir kommen vielleicht rein, aber wir kommen nicht mehr raus. Das ist das Problem an dieser Angelegenheit. Einem wie knallhart das Vieh einfach durch das Stromwasser läuft. Habe ich den Kackriegel gefressen. Wir sind durch. Habt ihr das auch gehört, die Musik? Da ist der Schaltkasten. Mein Gott, das werde ich doch niemals schaffen. Oh mein Gott.
Ja, liebe Kinder, liebe Genossen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist dieser Kack-Schaltkasten hinter Tür A. Der rüber, rechts rum, ist eine Tür. Oder ist dieser Schaltkasten hinter der Tür B quer rüber gerannt und Tür aufgemacht und dahinter wahrscheinlich gefressen werden. Magst du herkommen? Gibt auch einen Huni-Knochen. Keine Ahnung, was ich entbehren könnte. Ein Fuß? Ein Arm? Also theoretisch kann man sich da rein sneaken und dann, ihr wisst schon, wie das Riesen-Chicken-Spiel. Aber ich habe dazu keinen Bedarf. Null. Hier noch etwas. Ja, das ist das Problem. Das ist eigentlich die Tür, die sich öffnet. Wenn man von der anderen Seite kommt. War das jetzt echt? Oh, Gott sei Dank. Wartet, wir holen. Das war natürlich. Natürlich war das so geplant, weil wir sind so schneller zurück, nicht? Also sonst hätten wir eventuell durch die ganzen Hunde gemusst. Und hättet ihr nochmal Bock drauf? Nö. Also war das natürlich gekonnt, gewollt, gemusst. Passt schon. Ja, würde ich sagen, Sayonara, ihr wisst schon. Escape Level 3. Wow.
So, willkommen zum Social Hub. Social Hub hat die Besonderheit, dass er social ist. Das heißt, wir sind in einem Büro. Was auch immer das ist, Bürokomplex, eine Büroetage. Und gammeln hier so durch, wer auch immer hier die lustigen bunten Abdrücke gemacht hat. Und sammeln Zeug ein. Das ist sozusagen, ja, es pisst wie Sau draußen. Man soll sich ein bisschen eindecken mit Zeug. Genau, dann kommt man hier raus. Da will ich aber gar nicht raus. Grundsätzlich möchte ich nämlich hier ganz raus. Ich mag dieses Level nicht. Grundsätzlich sollte euch hier auch nichts passieren. Also ihr seid hier immer safe und könnt in Ruhe Zeug einsammeln. So, dann seid ihr hier in diesem wunderschönen Raum. Und dann überlegt man, ja geil, Tür auf. Ihr habt Automaten mit einem Wasserspender, mit Büchern, mit einem Tisch und Stühle. Und da stellt sich die Frage, wie kommt der Stuhl aus diesem Schlitz raus? Natürlich gar nicht. So, wir haben in diesem Raum zwei Stühle. Also drücken wir die 2. Dann haben wir 3, 4 Tische. Drücken wir 4 Tische. Dann haben wir 2 Wasserspender. Drücken wir die 2. Und wir haben 3 Buchstapel. Und die Tür ist offen. Und sie öffnet uns ein weiteres Großraumbüro. An diese Rechner, soweit ich mich erinnere, können wir nicht ran. Genau. Manche Büros lassen sich öffnen, manche nicht. Eine Taschenlampe. Tür zu. Knock, knock. Aber ich muss sagen, die haben echt gute Mitarbeiter, die räumen nach dem Arbeitstag gut auf. Da kenne ich schon ganz andere Stories und Dinge, wie Mitarbeiter mit ihren Arbeitsplätzen umgehen. Das ist manchmal echt räudig. Ja, Kamera Search, genau. Dort geht es eigentlich der nächste Test. Also, Kamera. Die Kameras sind zum Beispiel dort. Wenn ich den Knopf drücke, muss ich durch das Labyrinth durchkommen, durch die Kameras, bis zum Safe Room, ohne dass die Kameras mich tracken können. Das sollte jetzt eigentlich nicht so das Problem sein. Obwohl es da so 1, 2 Stellen gibt, die echt... Hat er es gedrückt? Ja, echt doof sind. Hat er mich jetzt gesehen? Gott, wer diese Türen verbaut hat in dem Raum.
Okay. Also irgendwie war ich mir fast sicher, hier kommt ein Raum mit Säulen und zwei Kameras. Ah, okay, Moment, der kommt da. Genau, das sind die Kameras, die vier Stück. Die auf der Ecke, die dann in dem Raum mit den Regalen, da kann man ja drum herum laufen. Und die zwei hier in dem Raum, wo wir gerade durch sind. Aber warte, waren hier nicht Brechstangen? Genau. Da war nämlich was. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das war nur eine Hilfestellung für die, die nicht durchkommen. You are an idiot. Ich glaube, hier ging es zum Hotel. Dort, also hier ging es zum Hotel. Level. Du warst ein Idiot. Weiß es nicht mehr. Escape Level 4. Hotel ist böse. Hotel ist echt böse. Ihr habt diese vier Porträts. Ihr müsst ja durch die Tür kommen. Wir brauchen Insektenspray. Stimmt, da war was. Weiß gar nicht, ob ich... Na Moment, warte, wir trinken nochmal einen. Zack. Sanity ist eigentlich hier nicht... Das war nicht so das Problem. Oh, jetzt müssen wir hier rein. Der Ausgang ist wiederum da drüben. Da sind drei Schlösser. Wir müssen drei Kaugummis finden, Mottenkaugummis. Aber bevor wir das können, müssen wir durch diese Tür durch. Und diese Tür, es gibt vier Gemälde mit vier Knöpfen. Und das ist eigentlich recht easy, weil die Gemälde sind unterschiedlich alt. Das heißt, wir drehen an dem, oder drücken den Fahrstuhlknopf, dann drücken wir den Knopf. Dann drücken. Also es ist ein Alterungsprozess. Also die 10-Jährige, der 20-Jährige, der 50-Jährige und der 80-Jährige, 70-Jährige. Hier offen. Das Hotellevel ist auch sehr weiträumig. If you need them, they will reward you. Wenn du sie brauchst, werden sie dich belohnen. If you feed them. Wenn du sie fütterst, werden sie dich belohnen. Also wenn ihr etwas per Drag and Drop rauswerft, dann ist es auch wieder da. Jetzt haben wir dieses Päckchen, Mottenkaugummi, haben wir das genannt, getauft. Nicht benutzen. Also nicht linke Maustaste drücken, nicht sonst irgendwas drücken, sonst fresst ihr das selber. Also ihr esst das wirklich. Sondern hier reinlegen, F drücken. Geht runter ins Schlachthaus. Kommt wieder hoch. Also man sagt Schlachthaus und Alexa meldet sich. Yeah, das ist ein guter Deal. Aber wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen. Der Schlüssel ist jetzt wichtig für nachher für das Türchen dort.
Na komm her, Motte. Motte, 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 Motte. Motte, 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 Motte. Sehr verwinkelt. Na, da sind wieder Motten. Geht nicht auf. Okay, na dann. Bisschen Allzweckreiniger. Okay, stopfen wir das auch rein. Okay, viel Spaß. Der nächste Schlüssel. So, hier waren wir schon, da war nichts. Achso. Also je schneller ihr lauft, umso schneller verliert ihr, also könnt ihr auch Sanity verlieren. Das kommt natürlich noch hinzu. So, dann haben wir jetzt zwei Schlüssel. Zack, zack. Dritter fehlt noch. Den holen wir uns jetzt. Fahrstuhl ist gut. Loading. Ah, jetzt kommt der spaßige Teil. Also wir haben hier leere Schränkchen. Leere Safe-Schränkchen sozusagen von ihren Zimmern, von ihren einzelnen. Und in den unterschiedlichen Zimmern liegen Zettel auf den Nachttischen. Das Hauptproblem, was wir hier jetzt haben, wir sind nicht allein. Ein Buchstabe. A. Ein Buchstabe. Buchstabe. Ein Buchstabe. Dead End. Ja, danke aber auch. Haben wir ein K. Wie Kackerhaufen. Okay, das heißt, hier lang ist dann Excuse me, Sir. Hello. Jetzt ist wichtig, in welche Richtung er rennen wird. Nach links. Hier ist kein Raum, also keine Buchstabe. Oh, er rennt nach rechts. Nach rechts müssen wir. Na gut. Warten jetzt noch ein bisschen. L. E. Nichts. Nichts. Ach, das ist der Durchgangsraum.
Ja, viel Spaß bei der Multiplayer-Runde. Als Exo hier drin ist, die Tür aufmacht und direkt davor steht der Typ. Hm, viel geiler, Hundi. Hundi-Scheiße. Hallo, ich hab doch getrunken. Jetzt hört auf, miese Katzen. Das ist nicht fair. Ist Mobbing. Oh. Die habe ich jetzt gesammelt. Mami. Wir kommen zur Lobby. Oh. Er ist nach links. Das ist sehr gut. Wir müssen nach rechts. Oh mein Gott. Wartet, uns fehlen jetzt noch 213 und 212. Mami. Wir lassen uns jetzt mal töten, und um zu gucken, ob die Seiten da bleiben, weil da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das so war. Ja, sie bleiben da. Okay, das ist schon mal immerhin fair. Taschenlampe. Sendet die gut. Hallo? Nein! Wisst ihr, was passiert ist? Ich glaube, der hat randommäßig wieder die Türchen getauscht. Da war was. Wenn ihr sterbt, und dann nochmal neu mit dem Fahrstuhl kommt, sind die Türchen vertauscht, aber die Buchstaben bleiben. Er ist den Flur wieder weiter zurückgerannt. Oder? Ich weiß nicht mehr, wo. Wo es zur Lobby geht. Eieieiei.
Der hat ja nicht mal Excuse me gesagt, dieser Drecksack. Was war das jetzt? 221? Nee, hier sind wir völlig falsch. Also der Nummerierung. Ich will den Manager sprechen. Also unbedingt, das ist ja, geht ja gar nicht. Er hat diesen Mist verzapft. 203. 275. 204. Auf der anderen Seite ist dann nicht irgendwie 200, Dings. Hier müsst ihr ja zwei... Doch. Bist du auf mit den Miezekatzen? Die Lobby. Auf damit. Nachschlagen. Was heißt nachschlagen? Oje, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ach, da. 89472, stimmt, das war ja so komisch. Vier, sieben. Ui, ihr seht mich da nie wieder. Ui, Loading. Oh nein. Wieso darf ich nicht wieder zurück, Mami? Ich bin da schon fast hirntot. Boah, ich hab mir nicht mal was zu trinken. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das hier so lange dauert. 72 Fahrenheit. Kann man jetzt nicht mal auf Celsius umstellen? Okay. Also, in diesem Level müssen wir uns durchsneaken. Zu einem Ausgang. Und es gibt hier Motten. Die Motten sind absolut tödlich. Das Einzige, was uns helfen kann gegen die Motten, sind diese Ventile. Die wie eine Sperre dienen. Also die Motte kann nicht durch den heißen Dampf durch. Sonst nichts. Also das Hauptproblem ist, dass wir waren zu doof dafür. Alle drei. Die einzige Person, die nicht zu doof dafür war, war Bastard. Die ist rausgekommen. Und da bei dem Spiel oft genug die Kamera stirbt. Also man ist noch nicht tot. Und dann beobachtet man jemanden und der stirbt und die Kamera ist festgetackert. Wie war das im Labyrinth? Rechts oder links halten? Wir gehen jetzt links. Ich weiß gar nicht, ob jemand genau gesehen hat, wie sie rausgekommen ist. Aber irgendwo, wir hatten mit Grim Reaper einen Weg gefunden. Sie ist dann noch viel, viel weiter. Es ging noch viel, viel weiter durch dieses Röhrensystem hier. Es sind ja vor allem nur diese bescheidenen Motten. Ja, genau sowas.
Wenn ich da jetzt reingehe, kommt die hinterher wie sonst was. Also man kann sich auch an diesen Motten vorbeisneaken. Das geht auch. Glaube, ich habe so ein Gefühl, dass ich wieder im Kreis gelaufen bin. Nee, warte, ist das hier? Ja, das ist hier. Da ist die Motte. Sehr gut. Das ist das zweite Ventil. Da sind die beiden Ventile. Sehr gut. Jetzt wird's spannend. Weil Exo hatte dann den Weg gefunden. Hier geht's weiter. Weiß gar nicht, ob man da durchkam. Also schön immer im Knien. Also wenn ihr so weit seid, so wie ich jetzt hier, dass ihr wirklich weiterkommt, dann schön hinknien und durchsneaken. Wir sollten euch von der Lautstärke her dann nicht finden. Oder nicht hören, nicht angreifen. Das sollte eigentlich der Deal sein. Ein Dead End. Und versucht immer an der Seite euch entlang zu hapseln, nicht dass an der anderen Ecke, wo ihr rumkommt, eventuell eine Motte direkt an der Wand klebt. Dann habt ihr auch ein böses Erwachen. Oh, wir gehen jetzt hier mal rein. Aber hier ist auch Dead End. Hey, Karamba. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, allein schon aus Grund der Sanity. Also meines Geisteszustandes.
Es sinkt und sinkt. Also ich weiß gar nicht, kann man im Knien, wenn das säuft, hilft das was? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Da ist eine Tür. Achso, das ist nur... Ja. Todesdrama. Da werdet ihr in den Hive gebracht von der Motte. Wenn sie euch am Arsch hat. Da ist jedenfalls eine Motte. Und ich glaube, das ist die, an der wir eben vorbei sind. Waren wir an den Dingern hier vorbei? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und hier kommen wir nicht durch. Mami. Da ist dunkel. Ich will nicht ins Dunkel. Ich glaube, das ist das, wo wir eben schon waren, nur da hatten wir eine Taschenlampe. Wartet, hier geht's weiter. Gehe ich jetzt zurück oder gehe ich vorwärts? Ich gehe zurück, da sind die Doppelpipe-Dinger. Okay, also hier. Jetzt da raus. Da rein. Ay caramba. Ventil. Bedeutet, irgendwo wird eine Motte sein. Also ich bin jetzt schon wieder 125 Fahrenheit. Eine Motte. Naja, wird gleich sterben. Die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Keine Ahnung, ob ich hergekommen bin oder nicht. Vom Gefühl her würde ich sagen, wir bewegen uns immer noch links herum. Aber so vom Gesamtkonzept keine Ahnung. Aber ich glaube, den Raum waren wir noch nicht. Das sieht jedenfalls neu aus. Motte und drei Tanks. Ist jetzt nicht ganz so, was ich in Erinnerung habe. Sehr spannend.
Bitte, bitte lass mich durchkommen. Bitte, bitte. Ich werde den Weg doch nie wieder. Nie wieder. Hier sind ja noch mehr Ventile. Da ist wieder eine Motte. Ja. Da ist wieder so ein Messteil. Da ist wieder eine Motte. Wenigstens den ersten Teil geschafft. Uiuiui. Gloria. Ich habe keine Ahnung. Ich kann euch nicht sagen, wie wir hierher gekommen sind. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Hallo Motte. Also jetzt zeigt er mir 125 Fahrenheit an, aber weshalb, keine Ahnung, das haben wir glaube ich auch noch, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Haben wir das überhaupt jemals rausgekriegt, wieso der uns das... Also guckt das Multiplayer-Video und dann hier den Level. Mache auch mal Timestamps rein. Blub, 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 blub. Kann ich jetzt laufen oder kommt das Ding angekackt? Geht. Also erst einmal würde ich sagen, fühlt es sich richtig? Es fühlt sich richtig an. Oh, Gott sei Dank. Wir machen jetzt zu Fun. Wir riskieren es. Wahrscheinlich wird uns irgendetwas gleich töten. Mein Gott, ist das eine lange Strecke. Frag mich, wie das Kartenmodell von der Karte von oben, das 3D-Modell aussehen muss. Okay, wir sind jetzt im Funland. Also hatte ich doch recht. Es ist alles Fun hier. Vor allem dieses Getränk. Flüssiger Schmerz. Einmal trinken, sterben. Das wird eure Lieblingsmusik, ich verspreche es. Der Tisch ist euer bester Freund. So, wir haben nämlich diese Spezialisten. Die mit dem Herzchenballon. Also keine Sorge, wir werden hier noch oft genug sterben. Die Musik ist laut, aber ich glaube, sie können mich immer noch hören, wenn ich nah dran bin, genau. Das Problem an diesem Level ist, den habe ich nicht geschafft. Anderen drei, ich hatte mich immer, wenn ihr das Video sehen werdet, weil man muss am Anfang die wegdrehen und wir hatten den Bug, dass die sich nicht zurückdrehen wollten. Außer einer opfert sich sozusagen. Und das hatte ich dann gemacht.
glaube, hier war einer. Nee. Das ist entweder zu früh. Was auch immer. Later. Dann war es doch die andere Seite. Hallo. Den roten Erdbeersaft wollen wir jetzt nicht. Später vielleicht. Da ist wieder so eine schöne grüne Flasche, die mich anlacht. Ach, die wissen einen, wie man einen triggert. Näppchen, gratis, Beigaben. Da ist auch eine. Könnt ihr eure Flasche da hinten behalten. Sanity ist ja nicht so das Problem. Das Problem ist wirklich der ganze Laufweg, den man immer wieder von vorne machen muss. Das ist das Hauptproblem, was nervt. Und in diesem Level, dadurch, dass man schleichen muss, also die ganze Zeit gebückt, ist das umso bescheidener. Also der sieht mich nicht. Der sieht mich dann, wenn ich gleich vorbeilaufen will. Und ich glaube, bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht bis hinten durch war. Wir saufen jetzt. Unsere beste Flasche einfach wegwerfen. Und wir sind durch. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Nie gedacht, dass wir es schaffen. Aber wir haben es geschafft. Hui. Das ist also der Backstage-Bereich. Cool. Also irgendwo bin ich jetzt hier gelandet. Wahrscheinlich. Süß, süß. Echt hübsch habt ihr es hier. Kann ich nicht anders sagen. Also Respekt an den Innenarchitekten, an alle Beteiligten, an der Deko. Happy Birthday. Gut, na dann.
Rutsche geht nicht. Rutsche kaputt. Ich will nicht. Ich nehme grün. Escape Level Fun. Achievement. Jetzt sind wir schwimmen gegangen. Hier könnt ihr euch einfach austoben. Euer Feind ist nicht Monster, sondern dunkles Wasser. Wie Brackwasser. Brackwasser? Also Dreckwasser, Abflusswasser. Nicht gesund, nicht gut. Achso, es gibt hier noch, wartet, also wir müssen, glaube ich, es war da rechts rum und dann sind wir raus. Aber es gibt auch noch einen Zugang, falls ihr ins Büro möchtet. Also in den Tunnel raus. Dann besteht die Möglichkeit auch hierfür. Ist das vielleicht hier? Nee, nee, das ist bäh, oder? Das ist bäh oder ist das gut? Achso, und nicht wundern, wenn ihr Multiplayer spielt, dann startet in dem Level jeder, dadurch, dass er eine andere Rutsche nehmen muss, von einer unterschiedlichen Position. Hier ist Todesende. So, genau, wenn ihr da reingeht, also wenn ihr seht, diesen Übergang zwischen hellen und blauen Fliesen, wenn ihr da reingeht, seid ihr instant tot. Da ist die Treppe. Nee, dann passt es. Könnt nämlich hier auf zu schniefen. Lauf. Genau, hier wären wir wieder im Tunnel. Aber wir möchten nicht in den Tunnel, wir möchten weiter und durch. Genau dahin wollen wir. Also nicht irgendwo reinspringen oder so, auch nicht da lang gehen, am besten nur da lang gehen. Das sah nämlich hier komisch aus und wir hatten da auch so unsere Diskussion, ob das safe ist oder nicht, aber ja, hier in dem Fall war es safe. Oh ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja. Der nächste Level ist Silent Hill pur. Wisst ihr, wie viel Rechenpower noch vor 10, 15 Jahren so ein Rettungsring gebraucht hätte? Uiuiui. Escape the Pool Rooms. Und das sieht nicht gut aus. Regale immer fake.
Escape Level, Ausrufezeichen. So, The End. Das ist ein sehr lustiges Level, weil wir diesen, also dieser, wie soll man sagen, Bibliothekar ist sehr streng. Genau. Also wenn er der Meinung ist, man ist zu laut, dann kommt er einen angeschissen in dem Tempo und haut einem drauf. Das viel Lustigere ist, dass es hier gleich dunkel wird. Und das, meine Freunde, ist nicht schön. Also wir sammeln VHS-Kassetten und wir müssen alle aufsammeln. Damit wir hier rauskommen. Solange wir ansatzweise leise sind und der uns nicht über uns drüber stolpert, geht das alles. Ja, das war natürlich doof. Kassetten, also 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn.
16. Was sagt denn der PC? Weil wir haben, also es fehlen 3 Kassetten. Haufen Scheiß liegt hier rum. 2 Kassetten sogar nur, hatte ich mich verzählt. Wie? Doch, da ist eine. Da ist eine. Wo ist die zweite? Eine Taschenlampe? Nur eine Taschenlampe? Wo ist die eine Kassette? Thank you.
eine Kassette. Also auf der anderen Seite ist auf jeden Fall nicht gewesen. Ich glaube, ich sehe sie, da liegt sie. Aber es kann eigentlich gar nicht sein, als ob sie erst später spawnen würde. Weil vielleicht läuft er rum und sortiert die VHS-Kassetten, weil es sonst nichts gibt. Ja, also die Bibliothek ist ja ein bisschen leer. Vielleicht hat er nur VHS-Kassetten, deswegen sieht er so aus. Abgemagert. Hautblass. Da. Eventuell. Eventuell, unter Umständen. Ich glaube, wir mussten jetzt nochmal an den Rechner ran. An dem Röhrenmonitor wackeln. Das fehlt ja auch noch. Erstmal einen zischen. Escape the End. Hui. Na, das ging ja sogar. Okay. Dann. Ja. Das ist leicht erklärt. Wir laufen bis Stockwerk 94 und springen runter. Und ich meine bis Stockwerk 94. Also Augen zu für alle, die denen gleich kotzübel wird und die im Strahl kotzen werden. Ich meine, ihr könnt ja nach zum Beispiel hier eine Pause einlegen, ja? Könnt ihr erstmal ein Barbecue machen. Überlegen, was ihr sonst so macht. Ich würde euch raten, haltet euch außen. Und nein, nicht runtergucken. Ist nur so ein Tipp. Ist nicht gut. Also vor Stockwerk 94 runtergucken, tut nicht gut. Tut wirklich nicht gut. Das war 11, wir haben leicht gewackelt. Wir sind Stockwerk 12 angekommen. 13. Ist ja wie bei Ghostbusters. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ihr könnt auch natürlich rückwärts laufen, wenn es euch angenehmer ist. Ist jedem selbst überlassen. Einundzwanzig, meine Glückszahl. Nutze ich immer an meinen Passwörtern. Stunden später. Immerhin. Ein Drittel hinter uns. Wo
kurz Verschnaufpause. Und weiter geht's. Verschnaufpause. Und weiter geht's. Nicht runterfallen. 37. Zack, 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 zack. Ist ja wie Hochhausrunning. Waren wir nicht schon bei 40? Die Antwort auf alles. Muss ich leider verneinen, liebe 42. In diesem Fall hier nicht. Bloß nicht stolpern, das wollt ihr nicht nochmal machen. Über die Hälfte. Ich glaube, das letzte Mal bin ich bei 55 oder so runtergefallen. Wird richtig rumbekleckert, würde ich da sagen. Und wenn ihr im Multiplayer runterfallt, dann seht ihr nur dieses Babyblau als Hintergrund. Sonst nichts. Erik, geh mal was essen. Das Mädchen hier will nicht futtern. Neunundsechzig, eine sehr gute Zahl. Hey, 82. Die Stockwerke. Es wird heller. Es wird heller. Wir sind fast auf der Spitze. Wird der hier echt bitter zum Gucken. 91. Achso, 92, 93. Also theoretisch könnten wir springen. Wir gucken noch weiter, wie weit es geht. 95. Ach
98. Na, wer ist das letzte Mal 99 Stockwerke hochgelaufen? 99. Unendlich. Unendlich. Okay. Da ist unten an dem Zettel klebte Stockwerk 94. Spring. Spring, spring, spring. Guter alter Scary Movie Manier. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Ey, die Stimme im Hintergrund macht es nicht besser. Juhu, ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Hat was von Portal. So was Beruhigendes, so ein beruhigendes Gefühl, wenn du vom 94. Stockwerk runterspringst und du siehst das Licht am Ende des Tunnels auf dich zukommen und da ist es und Escape Level RP. Das Level ist besonders schön. Das ist superb. Vor allem, da wir keine Getränke haben und wir brauchen jede Menge Getränke, weil die Sanity hier massiv runtergehen wird. Sind die Kinder des Zorns? Also diese kleinen Drecksplagen. Diese Blondschöpfer. Das ist genau das Level. Oh nein. Schaffen wir es noch zu einem Haus? Ganz gespannt, entspannt. Bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen werden. Also ich glaube, im nächsten Haus warten wir ab. Ihr wollt die Kinder des Zorns nicht treffen. Unter keinen Umständen. Kann ich gern auf das Multiplayer-Video verweisen. Wird jetzt Nacht. Jeder, der draußen ist, wird sterben. Und die Kids sind ultra brutal. Die klopfen, bevor sie euch holen, sogar freundlich an die Haustür vorher. Und dann treten sie so einfach ein.
Okay, es wird wieder Tag. Mal schön warten, bis die Sonne aufgeht. Nicht vorher loslaufen, auch wenn die Musik schon spielt. Nicht veräppeln lassen. Sehr ungesund. Unser Ziel ist irgendwo da hinten, ein Schloss im Himmel. Ihr wollt die Kids nicht treffen. Der Rattenfänger von Hameln. Sobald die Musik anfängt zu spielen, sind die Kids weg. Da ist das Schloss. Seht ihr? Dahin müssen wir. Ist noch ein ganz schöner weiter Weg. Ich glaube, man kann sich sogar in dem Auto verstecken. Bin mir aber nicht sicher. Nicht Hand aufs Herz. Das ist. Man läuft ja immer weiter, immer weiter. Weiter oder nicht weiter? Das andere Haus ist nebenan. In dem Haus übernachten wir jetzt. Auch keine Flasche. Oh, grün. Alles grün.
Uiuiui. Wir sind fast durch. Fast durch. Sagen, ist aber eine lange Nacht. Okay. Ich glaube, wir werden das aber jetzt auch nicht in einem Zug schaffen, dorthin zu kommen. Mindestens eine Nacht werden wir noch verbringen müssen, bevor wir die Leiter zum Schloss am Himmel erreichen finden. Nicht zu übersehen eigentlich. Cool, wenn wir in das Haus schaffen würden. Schaffen es nicht bis zum Seil. Nee. Es wird wieder dunkel. Leider. Einem Zug. Riskant. Einen nächtlichen Kinderbesuch. Süßes oder saures. Roh und zappelnd. Eine Welt, in der sich Erwachsene im Schrank verstecken. Ja, auch sowas gibt's. Okay. Sendet die noch gut? Gut. Also wenn man bedenkt, hatten wir auch schon festgestellt, wie eigentlich nicht billig, günstig das Spiel aussieht. Und dann hast du das Gras hier, die Wiesen, die saftigen Wiesen, auch die Straße, die sich hier durch das Land schlängelt, ist schon echt cool. Jo. Zack. Nach oben geht's. Das Seil rollt sich durch uns durch.
Loading. Wie, kein Achievement. Ich glaub's ja nicht. So, wir kommen jetzt gleich in einen Raum. Ihr könnt euch schon bestimmt vorstellen, was uns drin erwartet. Wir brauchen erst einmal diese Dinger hier. Einen Kreis. Einen Stern. Einen Stern mit Quadrat. Ist das da? Dann haben wir nur einen Stern. Der ist natürlich ganz vorne. War ja klar. Den Kreis haben wir noch hier. Wieso auch immer gerade das... Als ob sich das Mikro nicht aktivieren würde. Ich hoffe doch. Und dann haben wir noch ein Quadrat irgendwo. Hallo, Mr. Quadrat. Ein Quadrat gesucht. Königreich für ein Quadrat. Da ist es auch. Ich sag's euch, besser ist. Hallo Kinderclown. Ich fand schon immer die Idee cool, einen Clown in ein Krankenhaus zu schicken oder wo auch immer, weil Clowns sehen so freundlich aus. Also ihr müsst hier an die Eisenbahn, an die Achterbahn. Und dann müsst ihr das hier aktivieren. Und dann dauert es bis 100. Bis der Counter 100 gezählt hat. Dann könnt ihr in das Ding reinsteigen, losfahren und seid ihr raus. Ihr seid safe. Vorher kann euch der Typ an die Wäsche. Und zwar... Wenn ihr den nicht anguckt, mit der Taschenlampe direkt, seid ihr dran. Okay, los geht's. Möge der Horror beginnen. Der kritische Moment ist, da hinten läuft er, festzustellen, wann diese 100 Sekunden abgelaufen sind.
Es hat gehupt. Habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt. Amusement Park. Juhu. Escape Level 94. Ja, und jetzt kommt dieser Level. Ja, dieser Level sieht aus wie... Keine Ahnung, wie die Hütte irgendwo, Tschernobyl, sonst irgendwo. Das sieht alles erstmal alles nicht so schlimm aus. Also die bräuchten halt nur einen Innenarchitekten. Bis die Motion Tracker ins Spiel kommen. Ihr wollt dieses Level nicht machen. Ihr wollt dieses Level nicht machen. Ich sag's euch. Das ist so zum Abschluss so ein richtiges Bastard-Level. Euch richtig seelisch, moralisch fertig machen. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Also, wir sind erst nach rechts abgebogen, dann ein Stück nach links abgebogen. Sind wir jetzt hier in diesen Raum rein? Oh, Sanity. Läuft halt hier runter wie Öl. Ich habe dieses ungute Gefühl, rückwärts laufen. Lustigerweise hatten wir genau dieses Level in der Koop-Runde ultra schnell durch. Also den ersten Teil, was ist das? Nur der erste Teil. Der zweite, der ist noch viel lustiger. Cool. Einmal im Kreis gelaufen. Yep. Geil. Dachte ich mir. Hatte so leicht im Gefühl, der innere Kompass, hey, irgendwie läufst du komisch. Okay, wir laufen nochmal. Rechts sind wir losgelaufen. Wir laufen weiter. Hier war vorhin das Vieh nach links abgedreht. Rechts ist tot. Links.
Tür voraus, Tür links. Tür links ist Raum. Weiter. Wir sind immer noch weiter, 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 weiter. Wenn wir nach links gehen würden, machen wir, glaube ich, einen Kreis, also eine Runde. Gehen weiter. Nicht weiter. Dann biegen wir doch nach links ab. Wir sind ja rechts losgelaufen. Geht's nicht weiter. Hier ist die Tür, die wir geöffnet haben. Dann nach links. Nach rechts oder weiter? Nee, ich glaube, wenn wir weiter nach links laufen, kommen wir wieder vorne raus. Rechts. Ja, wir sind richtig. Wir sind bei den LiDAR-Scannern. Ah, ja. Wir saufen nochmal ein. Also dieser Scanner scannt. Es kennt und markiert den Weg. Also alles, was die Punkte, das ist sozusagen der Tunnel, in dem wir drin sind. Orientieren uns, also eine super Idee. Wir orientieren uns wirklich nur an dem, was der Scanner in Radarabbild wiederbekommt. Und das visuell, das sind die Echos der Wände, wieder zurückgibt. Also diese nette Person, die da auf dem Radar erscheint, auf dem LiDAR, der wollte nicht begegnen. Ihr müsst nach rechts rüber.
Also es sieht uns nicht und hört uns auch nicht. Sorry, der war kurz auf den Desktop getappt. Da war leider die Taste nicht gesperrt. Keine Ahnung, wo wir sind. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Es ist sehr anstrengend, aber total interessant gemacht.
Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen über Pünktchen. Wir haben es geschafft. Da ist die Tür. Wahnsinn. Hui. Ja, das war doch gar nicht mal so schwer. Okay, da ist die komische Tür. Und hier runter geht's dann. Nochmal ein letztes Mal. Ein letztes Schlückchen. Wegwerfen. Jetzt fragt sich natürlich jeder, also hier sind wir rausgekommen. Da wollen wir auch nicht wieder zurück. Dann diese coole Treppe. Die ist echt, also ich wünschte, mein Haus hätte so eine Treppe. Also ich dürfte in einem Haus wohnen, was so eine Treppe hat. Dann kommen wir hier raus. Wir sind im Tunnel. Seht ihr? So, Tür 1 sind die lachenden Miezekatzen. Also Tür 4 ist das Büro. Ich will nicht ins Büro. Tür 37 ist geschlossen. Tür 94 ist Kinder des Zorns und Clown. Tür 7 ist dann das Ende. Wir sind nämlich am Ende angekommen. Hier ist zu. Hier ist zu. Hier ist zu. Und hier ist zu. Ich hoffe, dass die Entwickler noch am Ball bleiben und die anderen Türen auch noch einfügen. Weil es gibt halt noch einiges zu tun. Also wir hätten jetzt alles, können das hier auch nochmal doppelklicken, ausführen, okay. Aber es bringt nichts. Im Multiplayer werden euch hier, also denjenigen, der das Spiel hostet, werden alle Dateien angezeigt als die einzelnen Level. Wieso das in dem Singleplayer nicht so ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und der Fahrstuhl bleibt immer noch verschlossen. Also ich würde sagen, das ist der ultimative Goal, der dem Spiel noch nicht vergönnt worden war, ist eben zu benutzen. Da muss noch irgendwie ein Level, wahrscheinlich wenn dann alle Türen entriegelt sind, alle von diesen Türen, vor allem als nächstes dann wahrscheinlich die 37, dann sollte es auch weitergehen. Und bis dahin können wir hier einen Speicherpunkt setzen. Nein. Gehen wir mal jetzt hier drauf. Auf die wunderschöne Treppe. Machen hier auf. Gehen nicht durch diese Tür. Gehen hier rein. Und schippern gehen Horizont. Ich hoffe, dass dieses lange Video euch gefallen hat. Also, es wird wahrscheinlich ein sehr langes Video sein. Jeder, der sich angucken wollte, ich werde versuchen, mit Timestamps. Ja, die entwickeln ein drittes Add-on, genau. Wir sehen uns dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben. Euer Exocron. Bis dahin.